eine deutsch-französische Begegnung, die mir besonders am Herzen liegt, ist diese hier. Camille Pissarro trifft auf Paul Baum, einen deutschen Künstler. Pissarro kennen wir gut. Er ist einer der Gründungsväter des Impressionismus und er ist auch eine Vaterfigur innerhalb der Bewegung. Er begleitet junge Künstler und begleitet auch Paul Baum. Und sie treffen sich genau in dem Jahr, in dem Camille Pissarro diese Landschaft malt. Eine Wiese mit Nussbaum im Frühling. Paul Baum lernt von Pissarro, aber er geht auch seinen eigenen Weg. Und diese beiden Bilder berühren mich besonders, weil sie die Werke von Reife sind und eigentlich Alterswerke sind. Beide Künstler sind zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt, über 60 Jahre alt und haben eine Summe von Erfahrungen hinter sich, die sie einbringen in diese Bilder. Sie sehen die Bilder als lichtdurchflutete Landschaften mit kleinen, fast kommaartigen Pinselstrichen aufgebaut in einer Klarheit und Reinheit, die System und Gesetzmäßigkeit und tiefe Empfindung zugleich zeigt und miteinander verbindet. Und Paul Baum, als er sich 1925 nach Italien bewegt, nach San Gimignano, wo er früher schon einmal war und zurückkommt zu einem Ort, den er liebt, ein Ort des Lichts und der Sonne, nimmt sich vor, 30 Bilder zu malen, die die Summe seines Werkes und seines Wissens sein sollen. Dieses Bild ist eines davon, dieses bläulich schimmernde, grün leuchtende, zarte Gemälde. Und er sagt in einem seiner letzten Briefe an einen Freund, er schreibt ihm, das Lernen hört nie auf. "1911 kommt Lovis Corinth nach Hamburg und das, was hier unter anderem entsteht, ist die großformatige Darstellung, die den Blick auf den Kölbrand zeigt. Der Kölbrand ist eine ganz zentrale Wasserader, die die Norder mit der Süderelbe verbindet und damals eben auch den Hauptzugang zum Hamburger Hafen markierte. Und wie sich der Komposition eben auch entnehmen lässt, ist da unglaublich viel Bewegung im Bild. Es ist natürlich auch die impressionistische Mission, das, was auf dem Wasser passiert, eben auch momenthaft einzufangen. Wir sehen diverse Schiffe, wir sehen die ganze Dynamik, aus der natürlich eben auch die ganze wirtschaftliche Prosperität der Hansestadt spricht, die damals eben auch einen großen Boom erlebt hat. Und Corinth überwölbt das Ganze eben mit einem blauen Himmel, durch den eben auch die Cumuluswolken ziehen. Und wir haben ganz bewusst Claude Monets Waterloo Bridge direkt daneben gehängt, um eben auch zu zeigen, wie kontrastiv das Ganze eben auch aussehen konnte in der damaligen Zeit. Monet zeigt keinen blauen Himmel, er zeigt den Smog, der über London liegt. London war damals mit 6 bis 7 Millionen Einwohnern eben auch die größte Stadt. Und er hat sich 1899, 1900 und 1901 in London aufgehalten, um eben explizit dieses Motiv der Waterloo Bridge zu studieren. Und das ist das Besondere. Insgesamt entstehen 42 Kompositionen dieser 1817 errichteten Brücke, und Monet ist auch der radikalste der Impressionisten, indem er es sich wirklich zur Aufgabe gemacht hat, ein und dasselbe Motiv zu unterschiedlichen Tageszeiten und Stimmungen ins Bild zu setzen. Und das kann man diesen Varianten wunderbar entnehmen. Sie sehen das dynamische Treiben auf der Brücke, Sie sehen das bewegte Wasser der Themse darunter und im Hintergrund die Westbank, wo eben die Schlote in den Himmel ragen und der große Smog, der jeden Tag über der Stadt lag. Und das hat ihn fasziniert, und das ist etwas, was wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen können, dass die Luftverschmutzung, wie gesagt, ein Thema der Kunst wurde und unter anderem für jemanden wie Monet eben auch das besondere Faszinosum dieser Bilderserie ausgemacht hat. In Renoirs Blumengewächshaus sowie auch in Otto Scholderers Schwertlilien verbindet sich nun eine naturnahe Wiedergabe mit einer ausdrucksstärkeren Malerei. Wo Renoir deutliche impressionistische Tendenzen aufweist, so zeigt sich Scholderer vom Realismus geprägt, da er auch besonders von dem französischen Künstler Gustave Courbet inspiriert war. Beide Stillleben überraschen besonders durch ihre farbliche Leuchtkraft, die sich aus dem starken Kontrast zum dunklen, erdigen Hintergrund definiert und das Objekt besonders hervorhebt. Ein solch dunkler Hintergrund hat natürlich zur Folge, dass wir als Betrachter und Betrachterin kaum noch den Raum erkennen können. Der Raum verliert an Tiefe. Ganz besonders bei Scholderer lässt sich das an der Marmortischkante erkennen, die in einen Raum hineinzureichen scheint, den wir aufgrund der dunklen Fläche, auf die sie trifft, kaum noch erkennen können. Ich finde dabei besonders spannend,
wie der Fokus hier auf eine malerische Inszenierung der Pflanze, der Natur gesetzt wird. Verteilt auf 5 Räume unserer Sammlung erleben Sie hier ein Gipfeltreffen der deutschen und französischen Malerei des Impressionismus. Wir haben die Sammlung dynamisiert und sie in völlig neuen Konstellationen an die Wand gebracht und auf diese Art und Weise einen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich eröffnet. Gleichzeitig ist dieses Projekt aber auch eine Zusammenführung und Fusionierung unserer beiden Sammlungsabteilungen.